Und als Kaiser Franz Josef und seine Brüder erwachsen wurden, sich verliebten und um die Damen ihres Herzens zu werben begannen, wurde ihnen ihre Mutter Erzherzogin Sophie eine aufmerksame Zuhörerin und Unterstützerin ihrer Anliegen. Kaiser Franz Josef war 23 Jahre alt, als er seine Cousine Elisabeth wieder traf und sich heillos in sie verliebte. Allen Vermutungen zum Trotz erfreute die Nachricht über seine baldige Verlobung und die Hochzeit seine Mutter am meisten, die gerade zu dieser Schwiegertochter ein besonders herzliches Verhältnis aufbauen sollte. Kaiser Franz Josef folgten bald die beiden Brüder Karl Ludwig und Ferdinand Maximilian in den Ehestand. Sie heirateten knapp hintereinander Prinzessin Margarete von Sachsen und Prinzessin Charlotte von Belgien. Nur der jüngste Sohn Erzherzogin Sophies, das stets kränkelnde Sorgenkind, Erzherzog Ludwig Viktor, blieb unverheiratet. Mit dem Jahr 1854, dem Jahr, als Kaiser Franz Josef seine Cousine, Prinzessin Elisabeth von Bayern, heiratete, verschmilzt die Familiengeschichte der Habsburger und Wittelsbacher zum wiederholten Mal. Deshalb ist es nun an der Zeit, die Biografie Kaiserin Elisabeths zu erzählen. Die kleine Prinzessin kam am Weihnachtstag des Jahres 1837 als viertes Kind Herzog Maximilians von Bayern und dessen Cousine Prinzessin Ludovica von Bayern zur Welt. Ihre Geschwister Ludwig und Helene waren damals 6 und 3 Jahre alt. Ein kleiner Bruder war als Baby gestorben. Innerhalb der nächsten 10 Jahre sollten den 3 Ältesten noch 6 Geschwister folgen. 2 Jahre nach Elisabeth wurde Karl Theodor, Gackel, ihr Lieblingsbruder, geboren. 1841 und 1843 kamen die Schwestern Maria und Mathilde zur Welt.